Warum das Leid? Diese uralte Frage ist immer wieder neu. Katastrophen, Kriege, Trauer, Tränen, Kummer, Schmerzen, Elend und Not, Verzweiflungen, Enttäuschungen. Die Frage nach dem Leid will nicht verstummen. Jeder ist betroffen. Wo ist denn Gott in all dem Leid? Das soll ein Gott der Liebe sein? Das wühlt uns auf. Das geht an den Lebensnerv. Und wir versuchen ja immer wieder, und das ist typisch menschlich, von Anbeginn der Menschheit an, uns gegen das Leid abzusichern. Geradezu versichern. Und wir wissen ganz genau, ohnmächtig und sinnlos sind diese Versuche. Die hochtrabenden Höhenflüge von Wissenschaft und Technik, sie haben kein Gramm Leid aus dieser Welt weggeschafft. Wie werde ich mit dem Leid fertig? Oder macht das Leid mich fertig? Die Frage ist doch nicht warum. Die Frage ist, mit wem? Mit wem kann ich mein Leid tragen? Können Psychopharmaka nehmen, können hier ein paar Flaschen Wein in der Nachbarschaft mit nach Hause nehmen und sich die hinter die Binde gießen. Es gibt ja genug Möglichkeiten, das zu überspielen. Und sie werden wach. Und der Kater bedeutet nichts anderes, die Lage ist noch schlimmer als vorher. Die Frage ist ja, mit wem kann ich mein Leid überstehen?